Ist das eigentlich schon Derby oder noch Nachbarschaftsduell? Ach komm, Derby-Sieger klingt doch einfach geiler. Arminia Bielefeld hatte am 10. Spieltag den Tabellenletzten, den Zweitliga-Absteiger VfL Osnabrück, zu Gast. Für euch live am Mikro in der Schücker Arena waren Tim Kuring und ich, Nico Stralke. Die Highlights mit insgesamt 4 Toren aus der Reportage von Radio Arminia, der ASC Seebild-Reportage, jetzt im Spiel in 1:30. Isaiah Young, Höhe des 16ers ist er schon, könnte in die Mitte flanken, da steht Sarenren Basil und schießt ein Tor! Sarenren Basil, 52. Spielminute, zentral aus 11 Metern, es steht 1:0, das Tor vor der Südtribüne. Arminia weiterhin im Ballbesitz, Mitte der Hälfte der Osnabrücker verlieren sie aber zunächst den Ball und die starten jetzt durch. In der Mitte unserer Hälfte, auf die Nummer 7 in unserem 16er, der könnte schießen und das ist das Tor für Osnabrück von Bamuaka Simakala. Aber es gibt dann den Freistoß für die Arminia. Also richtig gute Flankenposition für Luis Oppi. Der nimmt den Ball direkt und Tor! Luis Oppi mit dem 2:1! Der knallt das Ding in den Winkel. Was für ein Schuss. Was für ein Tor. Keine Abwehrchance für David Richter. Geht Richtung Strafraum. Jetzt mal raus auf Mika Schröss. Mika Schröss mit der Chance. Tor. Tor. 3:1. Das ist die Entscheidung. Ich leg mich fest. Mika Schröss. Der macht das Tor. Von 5 Metern nimmt er den Ball nochmal an. Der Schiedsrichter guckt auch schon auf die Uhr und das ist der Sieg. 3:1, Arminia Bielefeld gewinnt.